Da ist eine Wirbelsäule. Habe ich schon. Will noch jemand eine Wirbelsäule? Frisch und knackig. Rückgrat? Nee, Rückgrat habe ich schon. Dann nehme ich's. Bewegungssensor, nee, bei der Sanity und Wert der Jagd entkommen. Yay. Maria, die Dingsy. Wir machen wie gerade eben? Jupp. Jupp. Es war erfolgreich, also bin ich dagegen. Moment, nein. Ich sage nicht ja, gesagt. Dann bist du dafür. Dagegen so. Okay, ich hab, wir haben über 10 Grad, das ist doch mal nice. Gehen wir gleich wieder hoch? Es war erfolgreich, also nein. Oh, wir haben fast hell. Ja. Gerne. Mhm. Das wird uns innen nicht helfen. Nö. Nein. Drin sind die Häuser. Aber dafür ist es anständig draußen. Warm. Wir gehen einfach gleich in den Raum. Ja. Mhm. Der Ozer geht schon direkt vor. Ich kenne ja den Weg. Es ist es hier nicht. Sieht nicht so aus. Nee, Temperatur bleibt diesmal. Temperatur bleibt. Dann suchen wir mal weiter. Wo bist du denn? Ist da. Ich warte hier mal auf den Otter. Temperatur bleibt? Oder ist der schon? Der ist schon hier. Ich sehe keinen. Egal, ich habe das Licht. Der Otter wird schon wissen, wo er ist. Ich gehe nach hinten. Ich glaube, hier ist ein Otter. Natur bleibt. Da ist eine Wirbelsäule. Habe ich schon. Will noch jemand eine Wirbelsäule? Frisch und knackig. Ich Rückgrat. Nee, Rückgrat habe ich schon. Dann nehme ich's. Temperatur bleibt. Da waren ja. Wir schon. Ja, ich bleib bei dir. Es sieht aus, als wäre es nicht oben. Gehen wir runter? Ja. Ja. Wollt ihr Richtung Garage oder wollt ihr in die andere Richtung? Wir nehmen die Garage. Dann nehmen wir die andere Richtung. So, Küche. Ich guck gerade die Fensterscheiben an wegen Patscher Brot. Hier liegt auch das Vija. Okay. Vija-Brett, nicht Vija-Brot. Vija-Brett funktioniert wie Box, ne? Ja. Quasi. Aber man muss dafür drinnen bleiben, da vermute ich. Keine Botschaft ist her. Temperatur bleibt. Bin ich denn hier gelandet? Abschlag, begehbar Geierschrank. So was will ich auch. Garage? Garage geht die Temperatur gerade runter. Siehst du, wir haben euch auch mal was finden lassen. Hey. Oh, hier ist nichts angefingert. Garage ist unter 10. Ist die Garage. Da, weiter. Ich habe auf dich gewartet. Ich wusste nur, ich habe den Nacht, der mir bist. Deswegen habe ich kurz Pause gemacht. Bin auch da. Da ist die Garage. Hi. Ich leg mal das Buch und das Kreuz. Gut, ich lege den Thermomix hier auf die Werkbank. Du legst ein Kreuz hier, ich lege ein Kreuz weiter hinten. Da war ich gerade im Otter. Es ist das Spiel. Aber UV haben wir nichts, ne? Nee, bis noch jetzt nicht. Otterli, wie sieht's aus bei dir? Von der hier ist Temperatur? Zumindest der Schrank angelehnt. Heiß, voll heiß. Und der Raum auch. Also 6 Grad habe ich hier. Kein Licht mehr. 5 Grad habe ich hier hinten. Ihr seid ja, also ein bisschen runter geht's noch, aber gerade keine Riesensprünge mehr. Ich höre was. Was zum... Wow. War was? Ja. Er ist durch Salz gelaufen, direkt neben mir, und ich hab's gehört, und zwar fucking laut. Mhm. Ah, okay. Es war wirklich sehr, sehr laut. Es ist ein Trampelgeist. 3 Grad haben wir ungefähr jetzt. Na, vielleicht geht's noch ein bisschen runter. Kein Buch. Please write something in the book.
Brett? Das Brett ist hier draußen. Aber wir haben auf jeden Fall Geisterschwaden da drin. Ja, Geisterschwaden hier heißen aber nicht. Brett. Was hast du vor? Ich bin mir nicht sicher, ob ich dabei sein. Du legst es hin und stellst deine Frage. Du musst es aktivieren, dann kannst du deine Frage stellen. Wie aktiviere ich das? Wahrscheinlich klickst du drauf. Moment. Oh, tatsächlich. Information. Geh mal mit der Hand weg. Garage. Ja, er ist in der Garage. Hat er gerade bestätigt. Schön. Und? Warte mal. Ghostwriting, ich hab's gehört. Er hat jetzt ein Buch geschrieben. Ja, lass dann haben wir schon was. Bin schon. Also gilt das jetzt als Box oder? Keine Ahnung. Nein, das gilt als, du hast was erfahren und zwar wo er ist, weil das gilt. Es ist kein Hinweis, wenn das Visualbot funktioniert. Also kein Evidence. Ja. Hab ich doch vorhin gefragt. Dann hätte ich das doch gar nicht machen müssen. Doch, für die Sanity. Die ist runter, das ist richtig. Obviously. Ich weiß nicht, ob ich euch mag, aber er hat ins Buch geschrieben. Ja, das hat er. Und aktuell haben wir noch keine Gefriertemperaturen. Ja. Und lustigerweise sind wir deine Sachen Ultraviolett bis jetzt. Ja. Naja, weil ich es benutzt habe. Ja, aber wir standen direkt da drauf. Das zählt nicht. Nee, das hat nur die Person, die das Ding benutzt hat, Insanity Drops. Habe ich jetzt ein Vija-Bread in meiner Sammlung? Theoretisch gesehen ja, wenn du es vorher nicht hattest. Ich muss nicht mal rein und ein Vija-Bread benutzen. What could possibly go wrong? Aber dann schau bitte, dass du eine Frage stellst, die nicht so dämlich ist wie meine, weil ich wusste ja eigentlich, wo er ist. Genau. Was bist du für ein Geist? Nee, das antwortet ihr nicht. Das ist das Problem. Ich habe doch keine Ahnung, wie ich das Ding benutzen kann. Naja, du mit der rechten Maus draufklicke. Und bei mir ist dann die Sprache gekommen. Information, sonstige, mach's gut. Ich habe das Leuchtding sie dabei. Möchtest du mitkommen? Wie verrückt bin ich? Ja, kann ich machen, aber was soll ich tun da drin? Weiß ich nicht. Sanity droppen. Für? Weiß nicht. Brauchen wir Sanity droppen? Ja, below 25. Also soll ich das am maximal machen, bevor wir wegfahren? Ein Exit. Wie bist du gestorben? Wo bist du denn hingelaufen? Antwortest du eben? Hallo, Otter. Hallo. Also. Ah, yes. Er antwortet jeden. So, jetzt habe ich das Ding zweimal benutzt. Ich gehe mal wieder raus. Ich glaube, das ist besser für uns alle. Kannst du noch fragen? Wo ist der Knochen? Information? Wie verrückt bin ich? Bist du verrückt? Sowas. Yes. Was sagt denn das? Unter 0 Grad. Unter 0? Ja. Sehr schön. Dämon, Revenant, Shade oder Moroi. Wollen wir rausgehen? Ich folge dir. Okay. Dots sind raus. Wir sind draußen, ja. Wie hilfreich. Okay, dann tue ich keine Ahnung. Später vielleicht. Ja. Also schauen wir mal. Gefriertemperaturen, aber dafür kein Ultraviolett. Das heißt Revenant, Shade oder Moroi. Dämon ist auch noch drin. Das heißt... Was? Der Dämon wäre auch noch dabei. Nur wenn du Ultraviolett nimmst, sodass es nirgendwo was angedutscht. Ah, stimmt. Du hast recht. Ich habe recht. Der Moroi. Da. Moroi sind wieder auferstanden, um an der Energie der Lebenden zu zehren. Sie sind dafür bekannt, ihre Opfer mit Flüchen zu belegen, die sich nur mit Gegenmitteln lösen lassen. Oder indem man sich möglichst weit von ihnen entfernt. Je schwächer ihre Opfer sind, desto stärker werden Moroi. Moroi leiden an... Was?
sehr stark ausgeprägten Geruchssinn, was sie für längere Zeit schwächt. Wir könnten räuchern. Hab ich gehört. Shade. Es ist schwieriger, einen schüchternen Geist zu entdecken. What the fuck? Ein Shade wird nicht jagen, wenn er Gesellschaft in seinem Raum hat. Er hat bis jetzt noch nicht gejagt. Er hat auch sehr viel Gesellschaft. Shades sind bekannt als schüchterne Geister. Befindet man sich im selben Raum mit dem Geist, werden alle paranormalen Aktivitäten gestoppt. So laut, wie der an mir vorbeigetrampelt ist. War es kein Shade. Dann würde noch Revenant... hätten wir noch Revenant? Ein Revenant ist langsam, aber attackiert heftig und wahllos. Gerüchte zufolge ist ein Revenant schneller, wenn er jemanden jagt. Ich gehe mal was ausprobieren. Wird schneller, wenn er sein Opfer jagt, versteckt man sich, so bewegt er sich sehr langsam. Und wieder, lebendig am besten. Möchtest du dein Licht mitnehmen? Ich habe ein Licht. Okay. Ich vermute mal, wir sollen die Aktivität mal beobachten. Die aktuell bei Null liegt. Aber der Otter hat auch geräuchert. Ja, jetzt haben wir einen Räuchergeist. Ist das sowas wie ein Räucherlachs? Yummy. Das heißt, wir brauchen nur noch zwei Brötchen helfen. Und Dill. Oh, da fällt mir ein, ich plane morgen Dumplings zu machen. Wünscht mir Glück. Okay. Ich überlege gerade, was mache ich morgen Abend? Morgen hast du Stream frei. Stimmt, ich streame nicht. Und ich weiß noch nicht, was ich morgen zum Abendessen koche. Dumpling. Übermorgen gibt es Butter Chicken. Ja, das Problem ist, wir haben morgen kein Auto zur Verfügung. Echt? Das heißt, wir müssten ewig lange mit den Öffis fahren. Aktivität von 1 Stunden ungefähr. Aber gut, für ein paar Dumplings. Ich weiß noch nicht mal, ob die was werden. Ich habe die noch nie ausprobiert. Und ich weiß, wie du kochst. Ich nehme das Risiko in Kauf. Eine 2. Was machst du da drin? Strippen? Was ähnliches. Alleine sein. Weil... Er will nicht mehr mit uns spielen. Shade. Genau. Aber Shade wurde gerade geräuchert. Ist es aber auch schon ein Weilchen her. Aber da steht... Schade. Ah, nee, das steht gar nicht da. Aber auch deine Sanity droppt nicht wirklich. Okay. Du bist jetzt in der Zeit, wo ich zugeschaut habe, von 60 auf maximal 54 runter. Ich habe schon 52 gesehen. Ohne 3. Sechs. 51. 43. 43. Also hast du gerade einen Sprung um 10 nach unten gemacht. Ja. Ich wurde gerade angehaucht. Sexy. Wohl nicht so. Nee, tatsächlich eher weniger. Der interessante Part ist, seit ich jetzt da drin war, sind 4 Spraydosen in der Gegend rumgeflogen, ein Pinsel wurde zweimal bewegt, meine hier Kerzenständer wurde dreimal ausgepustet und ich wurde angehaucht. Das heißt, er ist relativ aktiv, wenn ich alleine da drin bin. Was er nicht ist, wenn wir mit drin sind. Also könnte es durchaus der Shade sein. Ja. Möglich. Das ist jetzt nur so ein... Man muss das natürlich weiter untersuchen, aber... Meine Tatsache ist, der Revenant hätte wahrscheinlich längst angegriffen. Ja, Rev. Was haben wir für ein Average Sanity? 42. 46. 46. 46. Nee.
Wobei, halt. Nee, doch. Ja, Rev hätte wahrscheinlich schon längst angegriffen. Das ist richtig. Und das letzte wäre dann noch der Moroi. Ja. Ja, je schwächer ihre Opfer sind, desto Das stärker ist werden die der mit dem, Moroi. ja gut, aber der, genau, das war das. Leiden an Hypersomie, einem sehr stark ausgeprägten Geruchssinn, was sie für längere Zeit schwächt. Längere Zeit räuchern könnte halt auch passen. Ist er nun zu schwach zum Jagen und zu schwach zum Deppern? Und jetzt haben wir eine Sechser Gedöns. Bist du da? Ja, Ja, ich bin bist du. hier. No, und jetzt ist Nichts keiner drin. passiert. Jetzt nicht mehr. Welche Möglichkeiten haben wir? Wir könnten noch mal reingehen, noch mal räuchern und schauen, ob es uns frisst. Nur ob die Aktivität darin, die generelle Aktivität wieder abebbt. Wir können. Ich meine, im Moment ist er dann doch etwas aktiver hin und wieder. Na, jetzt nicht mehr. Na gut, wer geht denn noch mal mit rein? Ich kann. Ist das klug? Ja, also ich kann mitkommen. Hab Licht. Du hast Licht? Okay. Kann Wir auch gehen nur jetzt kurz alle. schütteln. Wir gehen jetzt zu dritt rein. Sehe ich das richtig? Ja, ich gucke hier draußen auf Okay. die Aktivität. Und genau, wir schauen jetzt mal, ob er da Zwei. drin Sachen durch die Gegend wirft, wenn wir zu dritt sind. So, ich habe ein Räucherstäbchen dabei. Ich habe ein Licht. Irgendjemand muss vorgehen, ich sehe nichts. Fünf. Er hat Wasser angemacht. Ja, das ist schon jetzt seit dann. Also seit ich drin war. Das ist hier im Sechs. Nebenraum. Okay, schauen wir mal, was er macht. Da Neun. ist eine Dose geflogen. Wie neun. Neun. Okay, also er ist trotzdem aktiv, auch wenn wir mit mehreren Leuten drin sind. Sehe ich das richtig? Sechs. Drei. Null. Räuchert ihr gerade? Anzugreifen. Das war eine versuchte Hand. So, und ich räuche gerade. Also er hat schon seit 20 Sekunden keine Aktivität mehr. Ja, Er aber hat hat gerade gerade versucht zu versucht. jagen. Er ist ans Kreuz gerannt. Ah, okay. Okay, dann lass uns mal rausgehen. Drei. Kann mich jemand überholen? Vier. Ich behaupte mal, das Räuchern hat nichts gebracht. Ja, hinter uns ist auch die Autoalarmanlage angegangen. Eins. Gut, aber er hat versucht zu jagen, als wir zu dritt drin waren. Das Ja. spricht jetzt wieder gegen den Shade. Ja. Und das Räuchern hat aber nichts gebracht. Das spricht wiederum gegen den Moroi. Moroi. Ist es doch der Revenant? Dafür ist er zu wenig auf der Jagd. Aber er hat jetzt Aber gejagt. er hat's versucht, ja. Das erste Mal. Und er hat versucht zu jagen, als wir zu dritt waren. Genau, deswegen jagt spricht gegen den Shade. Ja. Was? Das ist doch der Mimik. Du bist der Mimik. Der kann's nicht sein. Ach. Dann ist es halt ein Ubake. Okay.
Der Spirit ist zumindest raus, dank der Nicht-Reaktion auf das Räucherstäbchen. Gar nicht mit drin. Ich weiß. Deswegen ist er auch raus. Kann irgendjemand satt beißen? Du bist näher dran. Passieren. Okay. Also ich habe mein Guess eingestellt. Ich auch. Ich verrate es noch nicht. Doch bitte, ich möchte es richtig haben. Okay, also ich habe es eingestellt, ihr könnt fahren. Ich muss mal kurz mein Minigeist gucken, ob die jetzt ins Bett gegangen ist oder nicht. Es ist ein Oni, habe ich eingestellt, ganz klar. Weil wir hatten definitiv ein Empf Level 5. Ich habe auch mal was eingestellt, mal gucken, ob es passt. Ich habe was eingestellt und das ist interessanterweise auch das Gegenteil von satt, also ich kann nur recht haben. Dann stelle ich mal den LKW ein. Mach das. Schuh, schuh und so. Schuh, schuh, schuh. Scha, scha, scha. Maya, he. Und ich habe richtig geraten. Boah. Sehr gut. Kann das dann sein? Ausschlussverfahren. Funktioniert hin und wieder. Und es gab 325 XP dadurch, dass ich nicht gefressen wurde. Schön. Es gab keine Jagd, aber ein Ereignis und ein paar Interaktionen. Schon fast wieder 700 Meter gelaufen in dem Level. So langsam werde ich sportlich. So. Schön, schön, schön. Nochmal, nochmal, nochmal. Jo. Und ich habe kein Vija-Brett bekommen. Rani, wir waren. Die ist doch mit. Ist mir doch egal. Minimi beschäftigt. Geht ums Prinzip. Wir fahren. Hey, Vin. Gibt kein Plus für irgendwas? Ja, fies. Ja doch, ich habe meine tägliche Herausforderung bekommen. Finde den Geistertyp heraus. Juhu. Die hatte ich schon. Angeber. Die hatten wir alle schon. Angeber. Oh.